Die Produkte von Microsoft wie Word, Excel, PowerPoint und OneNote erfreuen sich ja zu Recht großer Beliebtheit. Man geht einfach in den App Store von Apple, tippt ein Excel und hier findet man diese Produkte von Microsoft, Excel, Word, PowerPoint, das wichtige Programm OneNote und alle diese Apps sind kostenfrei. Diese habe ich jetzt hier auf meinem iPad installiert, Excel, Word, PowerPoint und zeige jetzt, dass diese auch funktionieren. Rufen wir über Safari eine Internetseite auf, zum Beispiel cleverkorrigieren.de. Dort ist zum Download angeboten eine sehr komplexe Excel-Datei. Die möchte ich jetzt auf meinem iPad öffnen. Dazu gehe ich hier oben auf diesen Pfeil, wähle dann in Excel kopieren und werde dann gefragt, ob ich eine Kopie dieser Datei speichern möchte. Jawohl, das möchte ich. Und jetzt kann ich diese Datei auf meinem iPad vollwertig nutzen. Hier sieht man dieses Arbeitsblatt zur Klassenarbeit 1, die einzelnen Felder, die Formeln in den Feldern, alles identisch wie Excel auf jedem PC. Auch das Layout von den druckbaren Etiketten oder hier dieses Schriftstück, alles identisch wie auf dem PC. Ich hoffe, das überzeugt Sie. Jetzt müssen wir nur noch diese Bildschirmaufnahme stoppen. Vielen Dank.